Michael Stempfle ist in der Ukraine im Moment unterwegs im Ministerkonvoi. Im Fokus also des Besuches der Wiederaufbau. Wie könnte die Unterstützung konkret aussehen? Ja, in Irpin konnten die Minister eben durchaus sehen, dass der Wiederaufbau dringend nötig ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt helfen kann beim Katastrophenschutz, die Polizeien besser zu unterstützen. Auch bei der Feuerwehr, da ist es so, dass die vor allem hauptamtlich arbeiten. Man will das freiwillige Feuerwehrsystem zum Beispiel hier mit unterstützen. Also es geht darum, da wo wir sozusagen noch Ideen einbringen können, aus deutscher Sicht das dann auch zu machen. Auch Arbeitsminister Heil ist dabei, der versucht, alles zu tun, um sozusagen die Wirtschaft, die eben sehr stark gelitten hat unter dem Krieg bislang, zu stützen. Da gibt es Möglichkeiten, beim Kurzarbeitergeld Dinge noch besser zu machen, überhaupt Verwaltungsvereinbarungen zu treffen. Und die beiden Minister wollen in der Tat auch mit konkreten Ergebnissen nach Hause gehen, durchaus zeigen, wo sie mit ihren Amtskollegen in Kiew, das sind die Gespräche, die jetzt anstehen, wo wir hinfahren, wo sie eben dort, was sie möglicherweise an Ergebnissen erzielen können. Das werden wir hier beobachten. Michael Stempfle, danke schön für diese Information. Die Nachricht platzt mitten in die Ferienzeit und die ohnehin schon angespannte Lage auf den Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat heute das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen von 3.45 Uhr am Mittwochmorgen bis Donnerstag um 6 Uhr. Passagiere müssen sich auf verstärkte Ausfälle und Verspätungen einstellen. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die etwa 20.000 Beschäftigten. Die nächsten Gespräche finden am 3. August statt. An der Börse sorgt man sich heute um die Stimmung in der Wirtschaft. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist auf den niedrigsten Stand seit 2 Jahren gefallen. Klaus-Rainer Jackisch in der Frankfurter Börse. Was genau schürt die Sorgen in der Wirtschaft? Ja, in der Tat, den rund 9.000 Managern, die ja jeden Monat befragt werden, macht große Sorgen, dass die Energiepreise insgesamt bereits deutlich gestiegen sind und dass es eben möglicherweise zu Engpässen bei den Gaslieferungen in den nächsten Monaten kommen könnte. Ein Großteil der Wirtschaft ist ja dringend auf diese Gaslieferungen angewiesen. Für die Produktion Milch zum Beispiel, bei der Pasteurisierung braucht man Gas, aber auch bei der Herstellung von Medikamenten oder Chemikalien. Und dementsprechend ist die Sorge sehr, sehr massiv. Und das hat eben dazu geführt, dass tatsächlich der IFO-Index ja auf den tiefsten Stand seit 2 Jahren gefallen ist und man davon ausgeht, dass Deutschland möglicherweise tatsächlich nun auf eine Rezession zusteuert. Der Frankfurter Aktienmarkt hat etwas überraschend darauf reagiert. Er hat zunächst zwar mit Minuszeichen eröffnet, sich allerdings jetzt etwas berappelt. Aktuell notiert der DAX bei genau 13.295 Punkten, 42 mehr als am vergangenen Freitag. Insgesamt allerdings ist die Stimmung weiterhin gedämpft. Dankeschön, Klaus-Rainer Jackisch. Danke nach Frankfurt am Main.